So, Simon, ich begrüße dich wieder zu unserem zweiten Teil über wie kann man vorbeugen im Bereich Sport. Vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Lass uns gleich einsteigen. Wenn ein Sportler das ganze Jahr trainiert wie wild, muss er da mal eine Pause einlegen? Also für mich ist immer die Frage, eben, wie intensiv trainiert er und was trainiert er? Das wäre also entscheidend. Nehmen wir die Profi-Eishockey-Spieler, die du gut kennst. Was machen die nach der Saison? Also klar, die Profis, die brauchen eine Pause. Eishockey wird definiert als Kollisionssportart und es gibt durch die Kollisionen gibt es auch viele Verletzungen und mit den intensiven Playoffs. Also da haben sie, das sind sicher 3 Wochen jetzt nach der Saison zwingend und dann machen sie für einmal nichts. Die machen gar nichts. Nichts, ja. Klar kann man noch sagen, Junioren oder die wenig gespielt haben, die beginnen vielleicht schon langsam wieder an Defiziten zu arbeiten, aber der größte Teil macht mal nichts und dann beginnt es dann wieder mit einem sauberen Aufbau. Heißt das eben, nach diesen 3 Wochen beginnen sie dann bei wie viel? 30%? 70%? Wo stehen sie nach diesen 3 Wochen? Nein, schon mehr. Also da, meistens ist unser Aufbau so, wir beginnen wieder mit einem Basistraining. Also das heißt wieder viel Range of Motion, also Bewegungsradius und klar. Es ist ja immer die Kombination von Kraft, Ausdauer, Mobilität, Stabilität, Koordination. All diese Aspekte müssen sauber verpackt werden jetzt im Eishockey. Und dann schlussendlich nur als Zulieferer auf dem Eis dienen zu können oder im Off-Eis. Mhm. Aber klar, die Kraft ist natürlich ein entscheidender Trainingsfaktor. Jetzt möchte ich mal das Thema Mikronährstoffe ansprechen. Bei uns oder in der Vitalstoffmedizin ist das tägliches Brot. Im Sport bin ich nicht so sicher. Ist das bei dir und deinen Sportlern, die hier trainieren, ein Thema? Also ich versuche es immer wieder zum Thema zu machen und eben wir versuchen die Blutanalysen auch 2-3 Mal in der Saison zu tätigen. Natürlich könnte man im Labor noch mehr analysieren, noch auf weitere Parameter. Aber grundsätzlich wird es schon immer mehr zum Thema und wir sehen halt, wenn eine Unterversorgung da ist und versuchen gezielt zu supplementieren an Vitalstoffen. Ja. Also hast du da Erfahrung? Wie oft ist das der Fall, dass jemand einen Mangel an einem bestimmten Mikronährstoff hat, sagen wir Eisen oder Magnesium? Siehst du das häufig? Also jetzt im Spitzensport Eisen sehe ich nicht sehr häufig, aber zum Beispiel Vitamin D3 schon, ja. Oder auch Magnesium. Und da habe ich, seit ich eigentlich tätig bin, immer versucht, Gegensteuer zu geben. Und da muss ich auch ganz klar sagen, jetzt zum Beispiel Vitamin D, da wird viel zu tief supplementiert. Oder das, da ist meine Empfehlung bei jedem Spitzensportler mindestens 10.000 pro Tag. Jetzt hoffe ich, dass kein Arzt zuschaut. Dann ich gebe mal, dir völlig recht. Soll mal schauen, was der Athletiktrainer aus den USA sagen würde. Der wäre wohl bei 50.000. Sicher, 50.000 bei Spitzensportlern. So wie ich täglich gehört habe, ja, in vielen amerikanischen. In der NHL? Ja, also, das wusste ich auch nicht. Das ist hochspannend. Weil ich bin ja auch der Meinung, oder? Vitamin D hat die ganze Bevölkerung einen Mangel und die Sportler sind erst recht. Aber ich habe schon Mühe, oder, zu rechtfertigen, wenn ich 4.000, 5.000 gebe. Das ist für die Mediziner schon gefährlich. Ja, und alles toxisch. Ja. Genau, ja. Nein, also genau, aber nein, ist spannend, 10.000 das Thema. Ist Basis. Okay. Ja. Also ich gebe bei bestimmten schweren Krankheiten gebe ich auch 10.000, aber nicht eben im Sportbereich. Mhm. Danke für den Hinweis. Mhm. Also. Aber jetzt andere, weißt du, es geht um die Mineralstoffe und die Spurenelemente. Mhm. Ja, was sagen da deine Laborwerte dazu? Also wir haben sicher nicht genügend Laborwerte, dass wir alles sauber haben.
weil es einfach zu intensiv ist. Das haben wir so nur so die Hauptwerte, die wir analysieren, sei es jetzt Testosteron oder Zink oder Omega-3 oder Vitamin D oder Aminosäuren und haben daher nicht alle Werte. Aber grundsätzlich, wenn wir eben dann intensiv dran sind, sind sie in den Post-Tests schon eigentlich stabil und besser. Aber und nur so, durch Supplementierung, absolut, oder? Von mit der normalen Ernährung, kann man das so sagen, haben die Sportler zu wenig Mikronährstoffe? Absolut. Also wir müssen, ich muss eigentlich wie ein Vater immer wieder dran sein, hast du deine Supplemente gehabt? Auch, hast du einen Brokkoli jetzt? Auch jetzt in den Playoffs, wo wir so viel Overtime hatten, da gehe ich eigentlich, laufe ich in der Garderobe im Spiel vorbei, supplementiere Magnesium. In der Pause der Spiele? Aminos und was auch immer. Ja, natürlich auch Glucose-Shells und was auch immer, aber kurzfristig Energie oder Koffeinshots oder was auch immer. Aber klar, muss ich stetig dran bleiben. Es ist einfach. Und dann klar, im Spitzensport ein Supplement, das einfach zwingend ist, must-have ist, ist Kreatin, das ist klar. Es gibt Studien aus Deutschland, dass eben Spitzensportler 3, 4, 5 Mal zu tiefe Werte haben im Mikronährstoffbereich. Und, ich kenne eben aus Deutschland, kenne ich das, ist das gang und gäbe in der Bundesliga normal, in der Schweiz. Ich hatte auch schon mit Fußballclubs zu tun, da spielt nicht mal das Thema Ernährung eine große Rolle. Also, ja, da gebe ich dir voll recht, aber das ist ja eben auch der große Unterschied zum Spitzenathlet und zum Profisportler. Der Profisportler, der hat ja einfach seinen Erwerb, aber seine Einstellung ist oft nicht profihaft, oder? Also gerade in Ernährung, da gibt es so viele Defizite und manchmal essen diese Profisportler nicht wirklich gesund. Also das ist noch spannend. Also das heißt, du musst deine Sportler auch anleiten in der Ernährung und in der Supplementierung. Das wissen die nicht von ihrer Karriere her. Nein, immer wieder Anleitung. Ja. Immer wieder anleiten und Aufklärungsarbeit betreiben. Ja. Wie sieht das denn in der Jugendförderung aus? Ist das da auch kein Thema? Also es ist sicher zu wenig und es ist auch, ich habe auch das Gefühl, vieles ist auch, wird grundsätzlich in der Bevölkerung zu wenig gelernt. Also eben ist wirklich sehr viele Lebensmittel sind einfach Füllstoffe, aber die haben ja viel zu wenig Mikronährstoffanteile, viel zu wenig Vitalstoffe. Ja. Und diese Erkenntnis über Vitalstoffe und hochqualitative Nahrung, die ist aus meiner Sicht zu wenig vorhanden. Natürlich wissen wir, wir sollen Gemüse essen, aber das kann ja auch qualitativ Gemüse, sehr, sehr schlechtes sein. In Nährlösungen gewachsen ist und nicht am Boden, kann genug Mikronährstoffe enthalten. Das Wissen um Mikronährstoffe ist aus meiner Sicht in der Gesamtbevölkerung zu wenig vorhanden. Ja, ganz sicher, ja. Darf ich dich persönlich fragen, du siehst so durchtrainiert und schlank aus, was nimmst du bestimmte Nahrungsergänzungen? Also ich versuche sicher sehr gut auch zu supplementieren und eben sicher diese Punkte zu machen, qualitativ hochwertig, wenig Veredelung und ausgewogen. Aber ich bin nicht krankhaft, dass ich... wenn ich eingeladen bin, dann esse ich alles, dann esse ich auch Pommes. Aber ich würde selber sicher nicht in den McDonald's gehen und Fertigwaren für mich selber zubereiten. Ja. Und dann supplementieren ist klar, dann Omega-3, Vitamin D, Zink, Magnesium, Aronia und. Das nehmst du jeden Tag? Nämlich Zeolit finde ich absolut wichtig. Ja. Kurkuma, das nehme ich täglich. Ja. Aber das eben, wenn du das alles aufzählst, ist so eine Schale voll, oder? Habe ich mein Morgenessen. Nein, ich versuche natürlich auch sehr basisch mich zu ernähren und habe dann mein basisches Müsli und vielleicht noch Hartkäse. Und, weißt du, die Menschen denken doch, also, das ist ja furchtbar, ich darf ja nichts mehr essen, was mir schmeckt.
Musst du auf vieles verzichten? Nein, ich verzichte eigentlich auf nichts. Nein, ich versuche eben, je mehr Wissen du hast, dann weißt du eben auch, ist das qualitativ hochwertig oder nicht. Das, ich finde, da kann man so viel steuern und muss man dann nicht wirklich verzichten. Oder wenn ich weiß, okay, gut, kann mir mal etwas Zucker erlauben und dann habe ich aber auch wieder gute Fette und basische Sachen, die da puffen und helfen. Wenn ich etwas Zucker gegessen habe, habe ich vielleicht viele Nüsse und Samen, etwas Öl noch und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Künstliche Süßstoffe gibt es nicht, brauche ich nicht, ist giftig, schädlich. Es geht um so viel von Erkenntnis und dann, wenn du Wissen und Erkenntnis hast, ist das nur ein bedingter Verzicht. Ja. Darf ein Sportler Alkohol trinken? Alkohol ist sicher ein Zellgift, wäre sicher nicht förderlich, aber er macht es natürlich schon. Ja, im Eishockey ist klar, dass sie erst nach der Saison. Also ich finde, sie sind trinken sehr, die ein Bier, wenn sie gewonnen haben? Nein. Nicht? In der Saison ist der Alkoholkonsum wirklich minimal. Und nach der Saison, eben in dieser Ruhezeit, müssen sie auch mal die Ventile, darf nicht vergessen, sind oft auch, doch halt auch noch oft junge Menschen und die sind so, müssen sich auch so kasteien und sie werden gedrillt das ganze Jahr und dann platzen manchmal auch die Ventile und das ist irgendwo auch etwas normal. Ja, ja, klar. Aber gibt es Studien, dass Alkohol die Zellen schädigt und dadurch die Leistung mindert? Da kannst du mich vielleicht wieder belehren. Ich würde sagen, ja, das ist, aber auch wieder die Dosis macht das Gift, ist klar. Ich für mich finde ein naturtrübes Bier, unfiltert, nicht, nicht sterilisiert, homogenisiert, hilf mir schnell, einfach nicht pasteurisiert ist. Ja. Ist doch super. Da kenne ich eine Studie aus München. Ja, woher sonst? Alkoholfreies Bier ist besser als isotonische Getränke. Würde ich sofort zu sagen. Ja, wieder die Qualität vom Bier. Natürlich kann man auch wieder sagen, von wo kommt der Weizen, wie wurde der gedüngt, sind da viel Düngmittel im Spiel und. Aber grundsätzlich ein naturtrübes Bier, finde ich, ist sicher gut für die Glykogen. Weil es eben viele Mikronährstoffe enthält, oder? Genau, im Gegensatz zum isotonischen Getränk. Da sind nur ein paar Mineralien drin. Also ich trinke gern ab und zu ein Bier. Ja. Gibt es einen Grund, warum viele Sportler nach dem Rücktritt richtig dick werden? Ich denke schon, ein großer Hauptgrund ist, dass sie in ihrer Karriere hatten sie so einen hohen Energiebedarf. Und sie wussten ja, diesen Energiebedarf müssen sie decken, dass sie leistungsfähig sein, dass sie einfach wirklich im Steady State waren mit dem Kalorienverbrauch, Kalorienzufuhr und Verbrauch. Und dann fällt plötzlich die Leistung weg und die Kalorienzufuhr bleibt aber hoch und dann geht es sehr schnell. Also der Stoffwechsel wird viel träger, wird langsamer. Sie essen aber, die Essgewohnheit ist immer noch gleich, das Geld ist noch so gefüllt. Und dann geht es halt schnell. Und dann merken sie plötzlich, ich sollte etwas machen. Dann ist es zu spät. Ist schon dann sehr intensiv, ja. Gut, ich glaube, wir schließen das Thema Vorbeugung oder Vorbereitung auf Sport hier ab. Ich bedanke mich sehr herzlich, Simon. Das war wirklich spannend, mit dir zu diskutieren. Danke dir. Und ich hoffe, unsere Zuschauer haben davon profitiert.